Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Dämonenbrut für Hexen 1733 und das ist herausgegeben von Ulisse Spiele. Viel Spaß! Ja, zunächst sei noch einmal eine Spoilerwarnung gegeben. Dieses Abenteuer eignet sich hervorragend, um es auf einer Convention zu spielen, innerhalb von 4 oder 5 Stunden, in sehr kurzer Zeit, als One-Shot oder eben auch sonst, wann auch immer man es spielen möchte. Es ist, wie gesagt, ein sehr kurzes Abenteuer und deswegen kann es sein, dass man sehr schnell in diesen Genuss kommt. Wenn man jetzt natürlich schon weiß, worum es geht, ist das natürlich bedauerlich. Dementsprechend noch einmal der Hinweis, wer da spielen wollen könnte, möchte, der soll doch jetzt bitte ausmachen. Für alle anderen. Ja, im Vorwort wird bereits sehr viel verraten. Man kann sich dann schon denken, worum es geht. Vor 7 Jahren gab es einen Angriff auf eine fiktive Stadt, die hier benannt wird. Man kann allerdings auch jede andere Stadt nehmen und ich empfehle da eben auch in seiner eigenen Stadt zu spielen. Wirklich einen Unterschied macht es nicht, aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn man jetzt gerade in München sitzt, dass dieses Abenteuer in München spielt oder wenn man in Hamburg spielt, dass dieses Abenteuer in Hamburg spielt. Das hat natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling, ganz anderes Flair, was man dann eben verbreitet, wenn man in seiner eigenen Stadt spielt. Macht hier, wie gesagt, keinen Unterschied. Vor 7 Jahren wurde die Stadt angegriffen und dabei wurden auch Dämonen getötet. Der Angriff wurde niedergeschlagen und dieser Flugdämon ist dann aus dem Himmel in ein Haus gefallen. Der Wohnungsbesitzer hat dann in einer Laune heraus hat er dann den Körper, den Kadaver von dem toten Dämon nicht gemeldet und abgegeben, sondern er hat ihn erst einmal versteckt in seinem Keller. Und damit die Kinder, die er zu dem Zeitpunkt schon im Haus hatte, den nicht finden und damit herumspielen, hat er ihn auch, eingebuddelt, wenn man so möchte. Das Problem an Dämonen ist, die bleiben nicht tot, sondern sie beginnen dann irgendwann mit einem zu reden, gerade wenn der Körper eben noch in der Nähe ist. Und so hat dieser Dämon ihm gesagt, hey, deine Kinder sind doch ganz schwach und ein bisschen kränklich. Und wenn du ihnen mein Fleisch verfütterst, dann werden die stärker. Und das hat er getan, er hat dann auf den Dämon gehört, wie das eben so ist, wenn die Dämonen einem was einflüstern und hat dann das Fleisch dieses toten Dämons an seine Kinder verfüttert, also schön zerrieben als ein Pulver in die Suppe getan und dadurch wurden die Kinder tatsächlich stärker und böser und da beginnt dann auch das Abenteuer, nachdem dann er herausgefunden hat, dass seine Kinder vielleicht so ein bisschen unkontrollierbar sind und die menschlichen Züge nach und nach verlieren, hat er gesagt, okay, ich gebe jetzt diesen Dämon doch mal ab und ich wende mich an den Wächterbund. Ja, und da beginnt auch das Abenteuer. Der Mann, der Wohnungsbesitzer, ist gerade auf dem Weg mit dem Kopf des Dämons. Den hat er aus seinem Keller ausgebuddelt, hat den Kopf abgeschnitten und ist jetzt gerade damit unterwegs zu dem Wächterbund. Wird dabei allerdings von seiner eigenen Tochter angegriffen, weil die mittlerweile herausgefunden hat, dass sie eben auch dämonisch ist. Ihr sind Flügel gewachsen. Die Tochter greift ihren Vater an. Und die Jäger, die jetzt hier vor Ort sind, können dann den Vater versuchen zu verteidigen und wenn das klappt und die Tochter besiegt ist, dann kann es hoffentlich weitergehen, ansonsten ist das Abenteuer an dieser Stelle schon zu Ende. Ist aber ein Einstiegskampf, nochmal um die Regeln so ein bisschen zu erklären und um so ein bisschen in dieses Setting reinzukommen. Dabei hat der Hausbesitzer nicht nur den Kopf des Dämons, sondern auch noch eine Wegbeschreibung. Er selber wird schwer verletzt bei diesem Angriff, sodass er nicht mehr mit ihnen reden kann. Und die Jäger müssen dann selber herausfinden, wo jetzt dieser Wächterbund ansässig ist. Sie müssen dabei ein paar Rätsel lösen und können dann, nachdem sie ein paar Rätsel gelöst haben, zu diesem Wächterbund treffen und können da dann mit einem dieser, ja, in Anführungsstrichen schlauen Menschen reden, die ihnen dann sagen, was zu tun ist. Ja, Balthasar von Titonos ist ein Mann, der selber mal mit einem Dämon verhandelt hat und dabei ähnlich viel Glück hatte wie ja auch der ehemalige Hausbesitzer, der jetzt schwer verletzt ist. Ist eigentlich nie ganz so gut, wenn man auf solche Dämonen hört und kann dann den Jägern viel erklären. Auch die Hintergrundgeschichte wird aufgedeckt, was ist eben was ich besonders schön finde, weil wenn dann über viele Seiten eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte aufgebaut wird und dann in einem Abenteuer selbst die Jäger niemals dahinter kommen können, dann ist es quasi nutzlos, dann muss man sowas auch nicht erzählen. Aber hier wird es eben getan, er kann also sagen, was genau vorgefallen ist, weil dieser Hausbesitzer hatte schon mal mit diesem Balthasar gesprochen und kann ihn dann mehr erzählen. Ja, und am Ende des Liedes
schickt Balthasar sie dann, nachdem er den Kopf gesehen hat und den Dämon identifiziert hat, schickt er sie los, tötet doch mal den Rest der Kinder, beziehungsweise holt die Reste vom Dämon, der da immer noch irgendwo rumliegen muss, damit die Gefahr gebannt ist. Und ja, er sagt ihnen dann auch, wo man diesen Hausbesitzer oder das Haus von ihm und die Kinder finden kann. Das wird dann eben den Jägern beschrieben. Die Jäger können losziehen. Ja, den Dämon selber, der da unten ohne Kopf noch immer liegt, können sie dann vernichten und die Kinder, ja, töten, weil, naja, sie sind halt schon verwandelt. Sie haben jetzt irgendwie 7 Jahre lang von dem Fleisch des Dämons gegessen, haben sich selbst verwandelt und ja, das läuft dann eben alles in einem großen und epischen letzten Kampf zusammen. Ja, was ich an diesem Abenteuer besonders gut finde, ist, dass es dann am Ende, nachdem alles schon verabschiedet worden ist, nachdem die Jäger den letzten Kampf ja, vollstritten haben, könnte nun der SL das Ganze, dieses Mini-Abenteuer, diesen One-Shot, könnte er ausbauen zu einer Mini-Kampagne. Das finde ich echt schön. Da wurden dann gesagt, wie man aus diesem Abenteuer noch mehr machen kann, einfach weil bei diesem Angriff nicht nur ein Dämon in ein Haus geflogen ist, sondern halt mehrere. Und es gibt dann eben noch einen großen Dämonenfürsten, der ist eben auch abgestürzt und man hat die Leiche nie gefunden. Das heißt, da könnte eben Ähnliches passiert sein. Der könnte andere Dorfbewohner oder Stadtbewohner infiziert haben. Auch das wäre eben eine Möglichkeit. Und also das Ding hat quasi eine ganze Menge Ideen noch, wie es weitergeht. Ja, kommen wir zur Bewertung. Ich mache das ganz schnell. Modularität. Das Ganze ist in einer imaginären Stadt geschrieben. Man kann das allerdings eben auch in jede andere Stadt verfrachten. Da braucht man nicht unbedingt Berge für, man braucht da keine Flüsse oder Seen für. Man kann das quasi überall spielen, wo man es gerade hinhaben möchte. Ich gebe, wie gesagt, noch einmal den Tipp, dass man es in seine eigene Stadt verfrachtet. Das heißt, wenn man in Köln spielt, dann soll man es in Köln spielen. Da muss man sich natürlich noch ein bisschen schlau machen über die Stadt, aber das ist eben der ganze große Vorteil, dass es eben versetzen kann. Finde ich ausgezeichnet. Modularität 4 von 4 Punkten. Spielspaß. Ja, ich habe überlegt, auch das sind 4 von 4 Punkten. Das ganze Ding ist ja fantastisch. Das heißt, es hat ja viele, viele Aspekte, die eben ein Fantasy-Abenteuer braucht. Es ist mysteriös, einfach weil man eben viele Rätsel zum Erklären hat. Man hat ein paar Monster, die man besiegen kann. Ja, es hat alles irgendwie. Es hat auch Flair. Man lernt so ein bisschen diese Seelenlichter kennen. In dem ersten Schnellstarter-Abenteuer, was ich mir mal angesehen habe und was es dann eben auch als Spielrunde hier gibt, da gab es ja diese Seelenlichter gar nicht so sehr, aber jetzt befinden wir uns in einer Stadt und da kommen dann eben auch noch die ganzen anderen Sachen zum Tragen. In der Nachbarregion, zumindest steht es hier drin, ist dann auch noch beschrieben, dass es ein Nachbargebiet gibt. Da gibt es dann einen Dämonenfürsten und da dürfen dann nur Werwölfe sein und Vampire und da kann man sich eben auch noch hervorragend mit irgendwelchen anderen Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern unterhalten, wie das denn so ist, wenn man so nah an der Grenze lebt und ständig die Gefahr hat, dass man angegriffen wird. Also da kann man eine ganze Menge an verschiedenen Elementen einbringen, die Hexen 1733 eben so auszeichnet. Finde ich super. Ja, es gibt einen Kampf zu Beginn. Das kann ich eben auch gleich schon. Also das wird alles so ein bisschen verknüpft mit den Bonuspunkten, mit der SL-Schwierigkeit. Auch da kann ich schon mal sagen, ja, die Spielleiterschwierigkeit, das Ding ist einfach zu leiten. Ja, da gebe ich 4 von 4 Punkten und die Bonuspunkte gebe ich 3 von 4, das erkläre ich gleich. Ja, Kampf, also das Ding hat zwei Kämpfe, einen am Anfang, einen sehr kurzen, um nochmal die Regeln kennenzulernen. Gerade dann für Neueinsteiger, die das erste Mal spielen, da wird dann nochmal ein bisschen die Mechanik erklärt, wie das alles geht. Man kann das natürlich auch anpassen an erfahrene Jäger, also auch die werden da ihren Spaß haben, aber gerade wenn man dann mit Neueinsteigern spielt, auch die werden dann hier nochmal mit einem Einstiegskampf versorgt, damit man das gelernt hat. Das finde ich immer ganz gut. Ja, es gibt Rätsel, die auch irgendwie sinnig sind und nicht naja, sehr, sehr lustlos eingefügt worden sind. Was das genau für ein Rätsel ist, naja, es geht eben darum, wie man zu diesem Wächterbund hinkommt und wo man den findet. Das ist ganz nett gemacht. Da gab es auch noch ein paar Handouts zu, die man dann analysieren kann. Also sowas mag ich ganz gerne. Es ist einfach nicht nur ein reiner Kampf. Man kann da eben auch noch fluffen und erzählen in dieser Herberge, wo man startet, oder man kann sich dann unterhalten mit diesem Wächterbund und diesem, naja, es ist kein Untoter, aber derjenige, der da eben Pech gehabt hat mit
mit dem Verhandeln und dem Dämon, so dass es irgendwie alles hat. Und dann am Ende gibt es ein weiteres Mal einen Kampf, einen Bosskampf. Der hat sogar verschiedene Phasen und der kann AOE-Schaden machen, also Area of Effect. Und es gibt eine Sekundärqueste, die man erfüllen könnte, um den Kampf vorzeitig zu beenden, einfach indem man dann diesen Dämonenkörper schon anzündet. Und man kann das eben als Kampagne ausbauen, also ganz, um es kurz zu fassen, ich bin total zufrieden mit diesem Abenteuer. Ich gebe nur 3 von 4 Punkten, weil ich keine volle Punktzahl geben möchte. Das Abenteuer ist unglaublich gut, aber ich werde trotzdem keine 16 Punkte geben. Ich ziehe einfach Punkte dafür ab, dass es eben in einer imaginären Stadt spielt, und nicht in einer echten. Wir haben den Vorteil von Hexen, dass wir uns eben echte Städte nehmen können. Und ja klar, wenn ich in meiner eigenen spiele, dann muss ich sowieso nochmal ein bisschen Recherchearbeit leisten. Aber man könnte das jetzt hier schon mal für Köln gemacht haben. Einfach mal für das Beispiel an Köln, einfach mal überlegt, okay, dann spielen wir halt da. Oder wir spielen meinetwegen in München, sodass man dann eben schon ein bisschen Regionalband-Feeling bekommt für eine solcher großen Städte. Das kann meinetwegen auch eine kleinere sein, meinetwegen auch Frankfurt oder so. Aber dass man sich dann hier für so eine fiktive Stadt entschieden hat, das sorgt dann für den Punktabzug. Aber ja, es ist halt modular, man kann es sowieso verschieben. Es ist einfach meine Begründung, warum ich keine perfekte Punktzahl gebe. Ja, erstes Abenteuer für Hexen, was ich mir jetzt angesehen habe, und es verspricht viel Gutes. Damit verabschiede ich mich von euch mit dieser Rezension und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.